Schreckliche Bilder beim Formel-2-Rennen im britischen Brands Hatch. Bei einem Crash wird Henry Surtees schwer verletzt, stirbt wenig später im Krankenhaus. In der 9. Runde kommt Rennkollege Jack Clark von der Bahn ab, kracht in die Streckenbegrenzung. Dabei löst sich ein Rad von seinem Wagen, fliegt über die Strecke. Henry Surtees kann nicht mehr ausweichen, wird vom Reifen brutal am Kopf getroffen. Offenbar verliert der 18-Jährige sofort das Bewusstsein, denn er rast kerzengerade von der Strecke, bleibt voll auf dem Gas. Retter eilen zum Wrack und beginnen mit der Erstversorgung. Doch für den Sohn von Formel-1-Legende John Surtees kommt jede Hilfe zu spät. Im Krankenhaus stirbt er an seinen schweren Kopfverletzungen.